Wo übt man denn jetzt eigentlich am besten? Es sollte natürlich ein Ort und ein Platz sein, wo du dich wohlfühlst, wo du nicht frierst oder völlig schwitzt, wo du frische Luft hast. Das sind eigentlich die Hauptpunkte, die sowieso klar sein sollten. Aber es gibt noch Faktoren, die es uns leichter machen zu üben. Und dazu gehört, dass alles eigentlich schon an Ort und Stelle ist. Ein passender Stuhl, deine Gitarre, der Notenständer und die dazugehörigen Noten. Wenn du mit Fingernägeln spielst, Feilen, alles, was du dazu brauchst, um wirklich vernünftig üben zu können. Wenn du nämlich jedes Mal, wenn du zum Üben gehst, vorher eine Viertelstunde vorbereiten musst und dann wieder eine Viertelstunde wegräumen, dann wird es nicht lang gut funktionieren mit konsequentem Üben. Deshalb mein Tipp: Such dir einen Platz, wo du deine Sachen ungefähr so stehen lassen kannst, wie du sie immer brauchst zum Üben. Bereite den sauber und schön vor. Schau, dass du alle Noten und alles Zubehör, das du dazu brauchst, wirklich griffbereit hast. Dann steht einem konzentrierten und gutem Üben nichts mehr im Wege. In diesem Sinne, gutes Üben uns allen. Deine Nicole.